Herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge mit Far Cry 5. Wir sind gerade dabei, das Auto von Merle zurückzuholen. Den Dingsbums-Dings, wie hieß er nochmal? Nicht der Widmemacher, das war das andere Auto, das wir besorgen sollten. Das hier war doch der... Der Todeswunsch. Genau. Den sollen wir hier befreien. Also, klauen oder was auch immer. Ja, eigentlich im Prinzip dasselbe. Aber vorher will ich gerne als allererstes natürlich den Scharfschützen da oben ausschalten. Und der wird mir, glaube ich, am meisten Probleme machen. Muss ich halt nur einen verdammten Weg finden, wie ich hier aufs Dach komme. Ah, da hinten ist eine Leiter. Gut. Damit wäre meine Frage schon geklärt. Steht aber der Scharfschütze momentan richtig beschissen, wenn ich da jetzt hingehe und ihn umhaue. Sehe mich doch alle. Das will ich ja auch nicht unbedingt. Wir bleiben momentan mal hier. Ich hoffe jetzt einfach mal, der geht zurück. Wo geht er hin? Juhu. Was? Was? Okay, dann fangen wir mit Ballern an. Du Arsch, jetzt hat echt einen Alarm ausgelöst. Fuck off, ey. Oh. Wieso haben, nur weil ich das Fenster wieder rausgeklettert bin, haben die mich gehört jetzt oder was war los? Also das fand ich jetzt nicht fair. Das war nicht cool, Leute. Gar nicht cool. Und dass da unten auch noch ein MG-Nest steht, ist natürlich noch beschissener. Ach toll, das muss ich natürlich wieder alle erneut markieren. Na scheiße. Was? Wer war... Was? Irgendwer hat mich schon wieder gesehen. Ich weiß nicht wer. Ich weiß nicht wo. Aber irgendwo. Okay, mal schnell wieder markieren. Zack. Wo ist der Scharfschütze? Jetzt mal im Ernst, wo zur Hölle ist der Scharfschütze hin? Ich habe keine Ahnung. Naja, gut. Wer hat mich denn jetzt gesehen? Ihr macht mich fertig, Leute. Ihr macht mich fertig. Und Alarm ausgelöst, natürlich. Verstärkung ist auf dem Weg. Preiset den Vater. Gut, ich verstecke mich einfach im Gebüsch. Ich mache jetzt einfach mal niemanden auf mich aufmerksam. Da sollten sie dich doch eigentlich irgendwann mal wieder beruhigen, oder? Komm raus zum Spiel, Schatz. Oh, da kommt einer. Fuck. Gerade wenn ich mich aus der Deckung bewegen will. Da. Kann ich eigentlich nicht irgendwie, ging das nicht immer irgendwie, dass man die Alarme wieder deaktiviert? Wahrscheinlich, wenn sie mal ausgelöst sind, funktioniert es nicht mehr, ne? Hey, geh mal da drüben nachsehen. Wo kommst denn du auf einmal her?
So. Einfach mal runtergepoxt. Ah, fuck off, Leute. Jetzt haben die mich gesehen. So, lass den Scheiß. Okay, kurz wieder verstecken. Okay, die glauben alle noch immer, glaube ich, dass ich da hinten bin. Leute, dort hinten bin ich doch schon längst nicht mehr. Da oben hocken auch noch ein paar. Okay, mal ein bisschen Konzentration hier jetzt. Es kommt Verstärkung aus dem Umland im Süden. Fuck off, jetzt kommt Verstärkung. Wie soll ich den Posten hier übernehmen, wenn immer Verstärkung kommt? Das war, glaube ich, nicht so gut geworfen. Das war schon besser. Verpiss dich. Ich glaube, verpissen ist das richtige Stichwort. Okay, wo ist denn der ganze Rest jetzt schon wieder hin? Was habt ihr beide jetzt vor, hä? Ja, fuck, die treffe ich doch hier nicht. Jetzt haben sie mich bemerkt. Weniger. Ich hoffe halt wirklich mal, dass das jetzt der letzte ist. Ja, das war der letzte. US Auto befreit. Och. Das war eine schwere Geburt. So schwer darf das nicht nochmal sein. Aber ist ja blöd, wenn man einfach nichts dabei hat, das irgendwie schallgedämpft oder lautlos ist. Das ist schwer, so etwas lautlos einzunehmen. Das geht einfach nicht. Das geht doch einfach nicht. Danke, dass du hier aufgeräumt hast, Deputy. Falls wir Eden's Gate aus dem County vertreiben wollen, müssen unsere Fahrzeuge immer gut in Schuss sein. Diese Werkstatt wird uns dabei helfen, die Straßen. Oh, jetzt kann ich hier ein Schloss knacken. Ist eine wirklich große Anlage. Du solltest mal nachsehen, ob alle vollzählig sind. Ich brauche Hilfe. Irgendwer da? Ja, gleich. Aber will ich hier das Schloss knacken? Hey, kannst du mir einen Gefallen tun? Okay, Schloss geknackt. Das ist einfacher, als ich erwartet habe. Silberbahn sind in allen Außenposten und anderen Orten in Hope County versteckt. Nutze Silberbahn, um Prestigewaffen, Fahrzeuge, Kleidung und Skins in jedem Geschäft der Spielwelt zu kaufen. Kann man auch im Shop gegen echtes Geld erwerben, aber ist egal, denn man bekommt sowieso genug anderes Geld, mit dem man die Sachen auch kaufen kann. Der Verbleib von ein paar Leuten ist noch unklar. Kannst du mir helfen? Ja, gleich. Hallo, Gott. Verdammt, Junior. Hallo? Okay, will nicht abspielen. Hat na gut. Den Rest meines Teams gesehen? Bin ich froh, dich zu sehen. Mann, das ist das krasseste Spiel, das ich je gespielt habe. Kannst du nicht mehr mit? Einer Sorte tun könnte. Hallo? Nee, in die Arcade will ich jetzt auch nicht gehen. Da ist noch eine Notiz.
Aufgepasst, Leute, die Kerle von Eden's Gate werden langsam aufdringlich und unverschämt noch dazu. Erst wollen sie nur mehr Metallschrott, als wir liefern konnten. Jetzt wollen sie gleich den ganzen Laden aufkaufen. Sam meinte, sie wären in aufgerüsteten Fahrzeugen gekommen, verstärkt mit unseren Teilen. Wozu brauchen die gepanzerte Fahrzeuge? Es gibt einfach zu viele offene Fragen. Jungs, wenn sie das nächste Mal kommen, dann zeigt ihnen die Tür. Wir machen ganz offiziell keine Geschäfte mehr mit Eden's Gate. Hey, so, was willst du? Tun? Super, dass du das von der Sekte zurückerobert hast. Mein Trupp wollte die Werkstatt verteidigen, aber es waren zu viele für uns. Wir wurden erwischt und eingesperrt. Sie wollten noch entscheiden, ob sie uns zu John, Jacob oder Faith schicken. Wenn du die Gegend durchkämmen und die anderen befreien könntest, wäre ich dir echt dankbar. Lass mich einen Moment durchatmen. Ja, du kannst atmen, so viel du willst. Eine neue Nebenmission. Auspacken. Suche die Gefangenen in der Nähe. Okay, die sind wirklich gleich direkt in der Nähe. Meine Fresse, so weit weg sind die jetzt nicht. Ich frage mich auch, wo ist eigentlich... Ich sollte doch hier eigentlich ein Auto finden. Wir stecken in der Klemme. Die haben sich mit dem Todeswunsch aus dem Staub gemacht. Das ist schlecht. Da ist ein M60 drauf. Wir müssen ihn zurückholen, bevor die Sekte anfängt, Schweizer Käse aus allem zu machen. Das Ding schluckt Benzin wie ich Bier. Mit etwas Glück müssen die Peggys bald nachtanken. Sieh mal bei der Golden Valley Tankstelle nach. Das ist die nächste. Ach, jetzt ist der Todeswunsch echt weg. Ach, nö, ey. Ach. Na gut, aber jetzt kann zumindest noch die Gefangenen suchen. Ausrüstung zu kaufen ist leicht. Ach ja, leck mich doch, es ist ein Bär. Bär, geh weg von mir. Geh weg, habe ich gesagt. Kusch. Ja, verpiesel dich. Geh einfach zurück in deinen verdammten Wald. Geh, 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 hau ab. Ist da noch irgendwo ein zweiter? Aber wieso höre ich den noch immer? Alter, jetzt im Ernst? Ist jetzt irgendwie gerade die Sounddatei am Abspacken oder was ist los? Au! Okay, da ist er. Oh, lass mich in Ruhe. Au, da hat er mir noch den Arsch aufgerissen. Okay. Gott, und ich wundere mich noch. Wieso echt den Sound vom Bär immer noch? Okay, das war jetzt wahrscheinlich die beiden Bären, der andere und der. Eine glückliche Familie. Mama Bär und Papa Bär. Und Papa Bär wurde eingesperrt. Und ich habe ihn gnadenlos über den Haufen geschossen. Und ich bin jetzt wieder das Arschloch. Dafür, dass ich nur jemandem helfen wollte. Ja, wunderbar. Okay, du gehörst zu mir. Ich dachte jetzt gerade, du willst auf mich schießen mit dem fucking Raketenwerfer. Na gut, dann wäre auch die Mission abgeschlossen. Sehr schön. Habt ihr hier zufällig irgendwo ein bisschen Munition herumliegen? Könnte ich nach dem Bären echt wahnsinnig gut gebrauchen. Aber hier ist anscheinend nichts. Ach, ist doch. Ist doch alles Kacke hier. Okay, was willst du hier noch? Wer Grace kennt, weiß, die macht keine halben Sachen. Die Ausrüstung in ihrem Bunker wird... Was ist jetzt schon wieder? Gott, ich will mich doch nur einmal normal mit jemandem unterhalten, ohne dass ich irgendwie unterbrochen werde. Oh Gott.
Okay, und wo soll hier jetzt die Tankstelle sein mit der Karre? Da hinten. So, halt muss ich natürlich genau am fucking Todeskonvoi vorbei. Geil. Richtig geil. Leck mich am Arsch. Moi. Ich weiß jetzt auch nicht so unbedingt, ob das eine clevere Idee ist, wenn ich jetzt einfach so an denen vorbei müsse. So, Neupal, bist du noch immer im Konflikt oder darf ich jetzt mit dir reden? Ja, jetzt geht's. Wer Grace kennt, weiß, die macht keine halben Sachen. Die Ausrüstung in ihrem Bunker wird erstklassig sein. Das heißt, falls sie den Brand überlebt hat. Okay, wieder ein neuer Bunker. Hier unten. Alles klar. Aber nicht jetzt. Wir wollen uns jetzt endlich mal den Todeswunsch zurückholen. Ich hoffe halt einfach mal, das klappt auf Anhieb. Okay, das ist einer von den Kackern. Der bleibt aber auch nicht stehen, hä? In der Nähe der Golden Valley Tankstelle? Steht er mein Truck? Das müsste er. Die Peggys wären damit nicht weit gekommen. Ja, das muss ich erstmal nachgucken. Ich aber trotzdem sagen, ich steige jetzt mal hier aus. Ich will nämlich nicht, dass der fucking Kommer mich sieht. Und ich will auch schon gar nicht, dass mich irgendwer anderer sieht. Beschaffe den Todeswunsch. Da steht ein Truck. Ist da einer? Nee, sieht nicht so aus. Ist nur eine Frage der Zeit, bis wir das Mädchen kriegen. Ich soll dich also wirklich holen kommen, was bist? Okay, okay, okay. Die anderen beiden sind davon gelaufen. Er ist verschwunden. Sucht sie. Oh, fuck, da sind noch zwei. What? Shit, ich hätte gedacht, die warten hier jetzt. Warnung entkommt, ja, das ist mir schon klar. So, ihr lasst mich mal in Frieden. So, in welche Richtung muss ich jetzt? Fahre ich jetzt so in die richtige Richtung? Da ist der Todeswunsch. Ja, ich bin ihnen auf den Fersen. Kommt ihr jetzt alle wieder her? Leck mich doch. Wie hat der mich jetzt getroffen, ey? Kühe, geht aus dem Weg. Na, shit. Ein Granatenwerfer wollte ich eigentlich gar nicht. Oh Gott, ich atme gleich selbst in die Luft. Fuck, was tue ich denn? Gott, ich hätte aber auch ein bisschen schneller eine Karre nehmen können. Boah, ey, ist das so lahmarschig. Boah, die Karre ist scheiße. Oh Gott, oh Gott. Mann, ey. Yeah.
will doch nur den Fucker da vorne aufhalten. Ist das echt so kompliziert? Außerdem, wie trifft er mich andauernd? Wo fährst du hin? Bleib auf der fucking Straße. Oh Gott, ey. Ich hab doch gewusst, wenn ich jetzt versuche, die zu verfolgen, ich werde es hassen. Du gehst den Weg. Fuck. Ach, der muss den natürlich auch abknallen. Ja, was willst denn du jetzt da oben? Ey, wer schießt hier auf mich? Leck mich am Arsch. So, ihr macht den Rest hier schon. So, wo ist der Fuck jetzt wieder hin mit dem verdammten Todeswunsch? Ist er das? Ja. Okay, das kann doch nicht so schwierig sein, dass ich den erwische. Schießt mir wahrscheinlich gleich wieder irgendwann in den Rücken. Radio geht mir auch schon langsam auf den Sack. Jetzt fährt er wieder da hoch. Fährt er eigentlich immer die gleiche Runde im Kreis, oder? Und wenn das der Fall wäre, dann könnte ich den natürlich wunderbar abfangen. Ich glaube, so wie ich mich hier gerade anstelle, wird das nicht so einfach. Oh, ein paar Kollegen von mir verfolgen den jetzt. Natürlich mal praktisch. Ich hoffe halt nur, dass die Karre nicht in die Luft jagen. Oh Gott, ich erwische den aber auch nicht, hä? Habe ich ihn? Ich habe ihn! Oh Gott, ey, na endlich. Uiuiuiuiuiui, das hat mir viel Munition gekostet. Du Penner, ey. Mann, ey. Das hätte nie im Leben so anstrengend sein dürfen. Boah. Okay, wohin jetzt? Wo soll ich den Wagen jetzt abliefern? Da unten. Uiuiuiuiuiui. Hört auf zu schießen. Wo sind wir denn hier? Das ist doch nicht normal, was ich hier tut. Was sollen noch Wölfe, die anscheinend gerade eine Kuh erlegt haben? Der Gegner hat Verstärkung gerufen. Bla bla bla. Oh, der Todeswunsch ist wieder da. Tut mir leid, dass ich ein paar Löcher reingemacht habe. Gut, mein Vater, einen Untersatz zu sehen. Da sind ein paar Pengis auf der Baustelle nördlich von hier. Ja, komm, Merl, steig ein. Tritt aufs Gas, Mädchen. Ich schieße. Fahre zur Baustelle. Na gut. Diese verfickte Sekte. Ich wusste vor allen anderen, dass die sieht. Ups, das war fast ein bisschen zu weit. Okay, mal wieder den Weg abchecken. Baustelle nördlich von hier. Da hinten. Wo du mich hinschickst, ey. Okay, wieder vorne zur Tankstelle und dann links abbiegen. Well, könntest du die Penner hinter uns eventuell wegmachen? Und ich mich versah, war ich in Schwierigkeiten, weil ich zu hart zu Eden's Gate war. Ist das zu fassen? Also konnte ich mich nur noch auf das vorbereiten, was kommt. Ich hab... Jetzt machen die echt eine fucking Straßensperre. Also konnte ich mich nur noch auf das vorbereiten, was kommt. Ich hab mich eingedeckt. Essen für 10 Jahre, Luft- und Wasserfilter. Also Scheiß. Hat Monate gedauert. Ich war für alles bereit. Hätte es mal sehen sollen, wie die Leute mich angesehen haben. Als wäre ich irre oder so. Tja, und wer hatte recht behalten? Merl Briggs, verdammt.
Ja, komm schon, Merle, mach sie weg. Ach, da vorne sind sogar noch mehr. Ja, dann frag dich halt schon. Gut, das ist jetzt nicht Far Cry das einzige Problem, also das einzige Spiel, das dieses Problem hat. Aber man fragt sich halt immer schon, wo diese bösen Computerspielfirmen, Sekten, was auch immer, diese ganzen Leute herbekommen. Ja, komm schon, Mörder, jetzt fang an zu ballern. So, die ganze Kacke hier zerstören. Wenn ich nicht unter fucking Beschuss stehe, ist es auch nicht unbedingt so einfach. Verpisst euch. So, eliminiere alle verbliebenen Gegner. Schießt Merle eigentlich oder mache ich hier das Ganze gerade nur alleine? Kann doch nicht euer Ernst sein, oder? Aber ich wäre echt einfach, wenn ich einfach mal fucking aussteige. Warte mal, ich steige jetzt einfach aus. Schick mich zwei von hinten an. Okay, vielleicht war das doch nicht so die cleverste Idee mit dem Aussteigen. Merle ist am Boden. Ja, Merle, was machst du denn da unten? Deswegen hast du nicht geschossen, hä? Da ist ja noch einer, hallo. Okay, waren das alle? Du bist ein Naturtalent. Der Todeswunsch gehört dir. Ein wildes Tier wie du kann der Sekte damit viel mehr schaden als ich, alter Sack. Grüß ab von mir, wenn du ihn das nächste Mal siehst, ja? Wen soll ich grüßen? Okay, und damit ist der Todeswunsch auch gerettet, zurückgeholt. Ich habe irgendwie so eine Vermutung, weil ich hier gerade das X gesehen habe, dass hier wieder ein Prepper-Versteck ist. Da hätten wir wieder eine von diesen Stunt-Missionen. Okay, ich lese jetzt einfach mal. Wenn der bescheuerte Pöppel hier aus dem Weg gehen würde. Notiz zur Bliss-Lagerung. Es wird Zeit, dass wir Tanks aus dem Lager holen. Wir werden schrittweise Bliss zur Wasserversorgung hinzugeben. Wir beginnen mit 10 Tanks pro Tag und passen das je nach Wirkung an. Das wird ein langer und anstrengender Vorgang, aber wir müssen Geduld haben und optimistisch bleiben. Es wird wirken. Jada, jada, jada. Okay, also schön die Wasserversorgung der ganzen Gegend hier vergiften, sozusagen. Oh, eine Schaufel. Schwenk. Okay, hier habe ich alles geplündert. Vielleicht noch irgendwie ein bisschen Munition für mich. Oder Geld. Oder irgendwas. So, ist hier jetzt eigentlich noch ein Versteck oder nicht? Sehen würde ich mal nichts. Gibt es so ein Autohaus und eine Arkade. Da oben ist mal wieder fucking Convoy. Aber sonst wäre mir hier nichts markiert. Ich hätte mir aber mittlerweile so irgendwie gedacht, dass dieses Symbol hier, hier dieses X, dass es irgendwas bedeutet. Da meint ihr nur diesen Schatz hier. Ja, da ist auch noch was. Eine Schrotflinte und ein paar Raketen. Brauche ich aber alles nicht. Den kann ich auch noch plündern. Schön alles mitnehmen. Die Mission hier hat mir jetzt
mehr Munition gekostet, als mir ihm lieb wäre. Okay, okay. Kann noch schnell hier in die Bude reingucken. Kann ich hier durch? Können wir das hier schnell noch leer? Wobei viel wegräumen muss ich hier sowieso nicht, denn hier gibt's rein gar nichts. Geil! Okay, dann her mit dem Todeswunsch, der schon ein bisschen mitgenommen jetzt aussieht. Gut, dann können wir uns aber in der nächsten Episode dann... Wohin machen wir uns denn auf den Weg in der nächsten Episode? Wir können natürlich wieder zurück nach Falls End düsen. Oder hier mal einen von den beiden Kollegen hier holen. Das wäre natürlich alles mal mega geil. Aber ja, muss ich mir erst überlegen. Und was genau wir dann tun, sehen wir einfach in der nächsten Episode von Far Cry 5. Und bis dahin sage ich tschüss, auf Wiedersehen. Und man sieht sich.